Hallo und herzlich willkommen zum Overwatch-Tutorial, speziell für Tracer. Beginnen wir mit der Beantwortung folgender Frage. Warum eigentlich Tracer spielen? Wenn ihr bereits Tracer als euren Helden entdeckt habt, müsste ich dazu eigentlich nichts mehr sagen. Dennoch halten wir das als Ausblick und Motivation fest. Tracer ist mit Abstand der schnellste und mobilste Charakter von allen. Genji und ihre Grundlaufgeschwindigkeiten sind die einzigen, die grundsätzlich etwas höher ist. Sie hat drei sogenannte Blinks, mit der sie sich in der Horizontalen in jede Richtung bewegen kann. Sie hat die Zeitspule, die sie an den Ort von vor 3 Sekunden bringt und ihre Energie auch wiederherstellt, die sie vor 3 Sekunden hatte. Auf keinen Fall jedoch weniger als zum Zeitpunkt der Aktivierung. Ihre Waffen sind im Nahkampf äußerst effektiv und können sich bei Kopftreffern durch fast jeden Gegner mit einem Magazin durchsägen. Ihre Ulti, also die Sticky Bomb bzw. Impulsbombe, kann sie an Gegner heften, die dann nicht mehr entkommen können. Ihr einziger und gleich echter größter Nachteil, 150 HP. Viele Helden wie Widowmaker und Hanzo müssen nur einen Kopftreffer landen, um euch auszuschalten. Pharah zieht euch mit einem direkten Treffer 120 HP ab, Reinhardt zum Beispiel 75. Das müsst ihr beachten, wenn ihr, sagen wir, nur noch 105 HP habt, dass jeder Pharah-Treffer euer letzter sein könnte. Deshalb solltet ihr stets mit voller Energie laufen. Die Rüstung von Torbjörn gibt Tracer aufgrund ihres geringen HP Puls 50% mehr HP, was enorm ist. Kein anderer Charakter profitiert so stark von Rüstung und Symmetras Schild wie Tracer. Ein weiterer Nachteil könnte vielleicht sein, sie ist auf Distanz nicht wirklich zu gebrauchen. Okay, das ist ein Nachteil. Gegen eine Pharah, die ständig weit oben fliegt, könnt ihr wenig ausrichten. Deshalb kommen wir gleich zum ersten Tipp und dann direkt zur Spielweise. Verschwendet eure Zeit nicht mit Dingen, für die euer Held nicht geeignet ist. Wenn eine Pharah euer Team nervt, überlasst Widow oder Soldier diesen Job. Er spricht nichts dagegen, sie hin und wieder mit etwas Damage anzusoften, aber generell spielt für euch die Musik unten. Als Tracer gehört ihr zu den Flankern. Das heißt, ihr seid oft von eurem Team getrennt und stört den Gegner, indem ihr den Punkt contestet, um so Gegner vom Chokepoint wegzuziehen. Im Idealfall kommt sogar der Tank zu euch oder mehr als nur ein Damage-Dealer, was eurem Team eine Push-Möglichkeit durch den Chokepoint bietet. Bekommt ihr es mit zu vielen Gegnern zu tun, haut ihr einfach ab. Das bringt uns zum aller wichtigsten Ober-Tracer-Tipp. Spart eure Blinks. Lauft niemals, niemals mit leeren Blinks in einen Kampf. Wenn ihr engaged, also in den direkten Kampf geht, also den Fight startet, solltet ihr nach Möglichkeit keine Blinks vorher benutzen, um reinzukommen, um zum Gegner zu gelangen. Das ist auch sehr situativ und kann natürlich Sinn machen, um Gegner zu verfolgen und kritisch angeschlagenen Helden schnell noch den Rest zu geben. Aber in der Regel flankiert ihr sie, werden sie euch erst bemerken, wenn ihr schon in Reichweite seid, dann wird es Zeit, eure Blinks zu benutzen. Durch den Gegner hindurch, diagonal vorbei und zurück. Wichtig ist, dass ihr euren letzten Blink benutzt, um euch in Deckung oder wieder zu eurem Team zu bringen. Euer Vorteil, ihr wisst selbst, wohin ihr blinkt und könnt euch sofort zum Gegner ausrichten. Der Gegner selbst muss erst auf den Blink reagieren und sich dann orientieren. So könnt ihr einen nicht unterstützten Reinhardt sehr einfach ausschalten. Blinkt durch ihn durch, 180 Grad drehen und Schaden machen. Er dreht sich zu euch, ihr wiederholt das Spiel. Das funktioniert natürlich auch bei anderen Charakteren, passt nur bei starken Nahkämpfern wie Reaper und Roadhog auf. Dort solltet ihr generell es nicht übertreiben und deutlich früher zurückblinken. Die Blinks solltet ihr auch nutzen, um in dieser Zeit eure Waffen nachzuladen. Der Rhythmus sollte folgender sein. Schießen, nachladen, blinken, schießen. Im Moment des Nachladens seid ihr schutzlos. Reduziert diese Zeit, indem ihr blinkt. Nutzt eure Blinks auch strategisch, um zum Beispiel Abgründe zu überqueren oder tief in die Backline eurer Gegner zu gelangen. Kommen wir zur Zeitschleife. Das sollte euer letztes Ressort sein, da es die längste Cooldown-Zeit von euren Fähigkeiten hat. Wenn möglich, solltet ihr nie in einen Kampf ohne Zeitschleife gehen. Falls es nicht anders gehen sollte, solltet ihr wenigstens alle 3 eurer Blinks zur Verfügung haben. Das bringt mich wieder zum Punkt, die Blinks nicht zu verschwenden. Die Zeitschleife kann allerdings auch sehr strategisch eingesetzt werden, indem ihr schnell komplett in die Linie eurer Gegner blinkt, also alle 3 verwendet. Das ist eine Ausnahme für die oberste Tracer-Regel. Schaden macht oder eure Impulsbombe an den größten und fettesten Gegner erheftet, also Roadhog zum Beispiel, oder an den Support, falls ihr das gut hinbekommt und dann die Zeitschleife benutzt, um euch wieder in absolute Sicherheit zu bringen. Das können zum Beispiel erhöhte Punkte sein oder weit in eure eigene Backline zurück. Probiert es einfach mal aus, wie weit ihr in 3 Sekunden kommt, wenn ihr alle eure Blinks verwendet. Zur Impulsbombe. Ich habe es gerade schon angerissen, die sollte in der Regel der größte und fetteste Gegner bekommen, weil eure Fail-Chance dort sehr gering ist. Beachtet, dass hohe HP-Pools wie Roadhog oder Reinhardt vorher noch Damage ziehen müssen. Man kann ihnen zwar auch hinterher den Rest geben, aber meistens zieht ihr euch nach der Impulsbombe sofort zurück oder aber der Healer hat noch Möglichkeit zu intervenieren. Also, erst ansoften, dann Impulsbombe setzen und raus. Geübte Impulsbomber heften die Bombe an den Support und kümmern sich dann auf die altmodische Art und Weise um die Tanks. Jetzt noch ein paar Tipps allgemeiner Natur. Ihr seid zwar Flanker, solltet aber auch euer Team direkt supporten. Sind eure Supporter in Gefahr, helft ihnen gegen die Damage-Dealer. Lasst euch auch mal in eurer Back- oder Frontline blicken.
Das gibt zum einen euer Team das Gefühl, dass ihr auch wirklich da seid. Es gibt sehr, sehr viele Anti-Tracer-Spieler, die euch zum Switchen auffordern werden, weil sie den Sinn von Tracer nicht verstehen oder ihr ihnen nicht das Gefühl gibt, sinnvoll und effektiv zu sein. Seid auch für das gegnerische Team unberechenbar. Greift nicht immer über dieselbe Flanke an, greift auch mal mit euren anderen Damage-Dealern zusammen an. Zieht euch auch lieber mal wieder früher zurück als zu spät. Das gilt zwar für jeden Helden, don't overextend, aber aufgrund Tracers Squishiness mit nur 150 HP gilt das für euch besonders. Zum Aim, ihr müsst kein High-Precision-Gamer sein. Macht euch nur etwas warm Feuer und versucht imaginäre Ziele oder die im Trainingsmodus während eurer Bewegung zu tracken. Wenn ihr und der Gegner sich gleichförmig bewegt, ist auch eure Mausbewegung sehr gleichförmig und es wird sehr leicht und berechenbar zu aimen. Bewegt euch nicht hastig hinterher. Zwar seid ihr so natürlich schwerer zu treffen, aber ihr trefft selbst auch weniger. Findet also das erforderliche Maß zwischen sprunghaften und unregelmäßigen Bewegungen und sanften und gleichmäßigen Bewegungen. Wo Medipacks sind, müsst ihr im Schlaf drauf haben. Und denkt schon vorher an euren Rückzugsort, wenn ihr engaged. Übung, Übung. Ich hoffe, das Tutorial hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr alles davon umsetzen könnt und zu guten Tracer-Spielerinnen oder Spieler werdet. Immer dran denken, keep calm and Tracer on.